Farbabzugsbild. Ist auch eine gewisse Malerei der informellen Technik enthalten, denn hier spielen diese ganzen Sinne und Empfindungen eine große Rolle. Nicht unbedingt die Komposition des Bildes, sondern die Auswahl der Farben, die gerade empfunden werden und schön sind in diesem Moment. Hier haben wir mehr so Pink und Lila und Rosa gewählt bei diesem Farbabzugsbild, weil die Stimmung gerade so angenehm, warm und beschwingt. Am Vormittag hier oben am Windkugelhaus ist, und es malt sich wirklich gut hier, haben wir einfach mit Farben die Stimmung eingefangen. Wir fangen mit einem Rakel die Farbe abgezogen, kreuz und quer und dann auch noch ein bisschen Gold aufgestreut und Magnetbandabdrücke gemacht. Und dann gibt es sozusagen eine Empfindung des Fühlens. Das überträgt sich voll auf das Bild, ohne dass man jetzt zu viel nachdenkt. Passt es, stimmt es. Man kann die Farbe verstreichen. Verstreicht man sie mehr, dann wird es natürlich eine Mischung aus einer, wie sagen, so chaotischen Farbzusammenstellung. Lässt man sie klar drauf auf dem Bild, dann ist es eher konstruktiv. Dann. Auf jeden Fall wünsche ich euch viel Spaß, wenn ihr sowas macht. Probiert's aus, ihr werdet Freude haben.